Wir haben im ersten Teil dieser Videoreihe feststellen müssen, dass der Zweite Weltkrieg ganz sicher nicht mit einem Friedensvertrag abgeschlossen wurde. Die Tricksereien und Lügen, Betrügereien wäre wohl der treffendere Begriff, im Zusammenhang mit dem fehlenden Friedensvertrag zum Zweiten Weltkrieg und dem völkerrechtlichen Status der BRD machen neugierig, sogar sehr neugierig, auf die Fakten zum Friedensvertrag zum Ersten Weltkrieg. Wir wollen im Nachfolgenden klären, ob es einen Friedensvertrag zum Ersten Weltkrieg gibt. Der sogenannte Versailler Vertrag soll der Friedensvertrag zum Ersten Weltkrieg sein. Wir werfen zunächst einen Blick auf den Einband bzw. den Deckel dieses Vertrages. The Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Germany. The Protocol annexed thereto, the agreement respecting the military occupation of the territories of the Rhine, and the treaty between France and Great Britain respecting assistance to France in the event of unprovoked aggression by Germany, signed at Versailles, June 28, 1919. Es macht stutzig, wenn man sich den englischen Titel des Versailler Vertrages ansieht. Ein Friedensvertrag wird im Englischen als Peace Treaty bezeichnet. Treaty of würde man schreiben, wenn es ein Vertrag ist, welcher an einem bestimmten Ort geschlossen wurde. Zum Beispiel Treaty of Lisbon, Lissabon-Vertrag der EU. Treaty of wird auch verwendet, wenn es ein Vertrag zu etwas ist. Ein Beispiel, Treaty of Accession bedeutet Vertrag zum Beitritt. Treaty of Peace kann daher mit Vertrag zum Frieden übersetzt werden. Da gibt es ganz offensichtlich einen Unterschied und einen Grund, den sogenannten Versailler Vertrag nur als Vertrag zum Frieden zu bezeichnen. Es ist auch erstaunlich, dass der Versailler Vertrag nur von den Franzosen und Briten unterschrieben wurde, von den Amerikanern nicht. Diese haben am 10. August 1922 ein gesondertes Abkommen mit den Vertretern der Weimarer Republik geschlossen. In diesem deutsch-amerikanischen Abkommen vom 10. August 1922 wurden die Ansprüche der Vereinigten Staaten gegenüber dem Deutschen Kaiserreich geregelt. Hierzu wurde eine Kommission gebildet. Diese wurde als German-American Mixed Claims Commission oder Mixed Claims Commission United States and Germany bezeichnet. Die Arbeit der Kommission dauerte 10 Jahre. Gegenstand der Kommissionsarbeit war, über 20.000 Ansprüche mit einem Volumen von rund 200 Millionen US-Dollar zu entscheiden. Für diese Ansprüche haftete das von der US-Regierung beschlagnahmte deutsche Privatvermögen. An dieser Stelle sei ein Einschub gestattet. Das Beschlagnahmen von Privateigentum stellte einen eindeutigen Bruch der Regeln der Haager Landkriegsordnung dar, wonach in Artikel 46 klar geregelt ist, dass das Privateigentum geschützt ist und nicht eingezogen werden darf. Infolge des Abarbeitens der Ansprüche konnten 1928 80% dieser Vermögenswerte freigegeben werden. Die Amerikaner sind wenigstens so ehrlich, dass sie das deutsch-amerikanische Abkommen von 1922 nicht als Friedensvertrag verbrämen. Dieses Abkommen bzw. dieser Vertrag ist sittenwidrig, weil er gegen die Haager Landkriegsordnung verstößt und durch Erpressung, in diesem Fall ist es die Beschlagnahme von Privateigentum, erwirkt wurde. Auf das Thema Unterzeichnung von Verträgen unter Zwang kommen wir noch zu sprechen. Trotz intensiver Suche konnte eine Kopie des deutsch-amerikanischen Abkommens nicht gefunden werden. Lediglich ein Entwurf eines Gesetzes über das am 10. August 1922 geschlossene Abkommen, welcher dem Reichstag am 13. Januar 1923 vorgelegt wurde, ist im Internet verfügbar. Was nur noch wenige wissen: Die deutsche Seite wurde zur Unterschrift unter den Vertrag zum Frieden gepresst. Wobei noch zu erklären sein wird, ob die Weimarer Republik völkerrechtlich überhaupt zur Unterzeichnung legitimiert war. Durch die Hungerblockade der Alliierten, selbst der Fischfang in der Ostsee wurde unterbunden, sind in den 9 Monaten nach dem Waffenstillstand mehr als 800.000 Menschen im Deutschen Reich verhungert. Angesichts dieser massiven Erpressung
haben die Vertreter der Weimarer Republik den Vertrag von Versailles, das dürfte wohl die bessere Bezeichnung sein, unterzeichnet. Reichskanzler Philipp Scheidemann, SPD, sagte in der Nationalversammlung am 12. Mai 1919, welche Hand müsste nicht verdorren, die sich und uns in solche Fesseln legte. Ähnlich hat sich Ministerpräsident Gustav Bauer am 22. Juni 1919 zum Versailler Vertrag geäußert. Wir stehen hier aus Pflichtgefühl in dem Bewusstsein, dass es unsere verdammte Schuldigkeit ist, zu retten, zu suchen, was zu retten ist. Wenn die Regierung unter Vorbehalt unterzeichnet, so betont sie, dass sie der Gewalt weicht, in dem im Schluss dem unsagbar leidenden deutschen Volke einen neuen Krieg, die Zerreißung seiner nationalen Einheit durch weitere Besetzung deutschen Gebietes, entsetzliche Hungersnot für Frauen und Kinder und unbarmherzige längere Zurückhaltung der Kriegsgefangenen zu ersparen. Eine Vertragsunterzeichnung unter Bedrohung, egal ob völkerrechtlich unter Nationen oder zwischen Menschen untereinander, ist völkerrechtswidrig, rechtswidrig und somit nichtig, entwickelt also keine Rechtskraft. Wir wollen uns einmal anschauen, wie gewichtige und einflussreiche Menschen auf Seiten der ehemaligen Kriegsgegner dazustehen. Der französische Marschall Ferdinand Foch sagte, das ist kein Frieden, das ist nur ein Waffenstillstand. Philip Snowden, britischer Parlamentarier, charakterisierte den Versailler Vertrag wie folgt. Der Vertrag dürfte Briganten, das ist ein alter Begriff für Räuber und Gesetzlose, Imperialisten und Militaristen zufriedenstellen. Er ist ein Todesstoß für alle diejenigen, die gehofft hatten, das Ende des Krieges werde den Frieden bringen. Es ist kein Friedensvertrag, sondern eine Erklärung für einen weiteren Krieg. Es ist der Verrat an der Demokratie und an den Gefallenen des Krieges. Der Vertrag bringt die wahren Ziele der Verbündeten an den Tag. Lord Curzon, ab 1919 englischer Außenminister, erklärte, der in Versailles erreichte Vertrag ist kein Friedensvertrag. Er ist lediglich eine Unterbrechung der Feindhandlungen. Lloyd George, ab 1916 englischer Premierminister, bemerkte zum Versailler Vertrag, wir haben ein schriftliches Dokument, das uns Krieg in 20 Jahren garantiert. Und er sollte mit seiner Vorhersage sogar auf das Jahr genau Recht behalten. Es ist festzustellen, der Versailler Vertrag ist kein Friedensvertrag, sondern eine Kriegserklärung. Der Versailler Vertrag wurde nur von den Franzosen und den Briten unterzeichnet. Amerika hat die Deutschen zu einem Parallelabkommen gepresst, dieses aber wenigstens nicht als Friedensvertrag bezeichnet. Der Erste Weltkrieg wurde nicht durch einen völkerrechtlichen Friedensvertrag beendet. Zum Ersten Weltkrieg gibt es lediglich einen Waffenstillstand. Dieser Waffenstillstand wurde am 1. September 1939 mit Ausbruch des sogenannten Zweiten Weltkrieges unterbrochen. Der Zweite Weltkrieg war somit genau genommen die Fortführung des Ersten Weltkriegs. Das Ziel muss also sein, den Ersten Weltkrieg zu beenden, und zwar nach den völkerrechtlichen Regeln und Gepflogenheiten. Kriege können nur von denjenigen Staaten beendet werden, die für ihn verantwortlich waren, sowohl auf Seiten der Sieger als auch auf Seiten der Verlierer. Um zu ergründen, welches Völkerrechtssubjekt, Deutsches Reich, Weimarer Republik, BRD und so weiter, den Friedensvertrag zum Ersten Weltkrieg zu unterzeichnen hat, müssen wir tiefer in das Staats- und Völkerrecht einsteigen. Die 26 souveränen Staaten, wie zum Beispiel die Königreiche Preußen, Bayern und Sachsen oder das Fürstentum Lippe und das Herzogtum Braunschweig, schlossen einen ewigen Bund, das Deutsche Reich, unter einem Zentralstaat, der in der Form eines Bundesstaates organisiert war. Das Deutsche Reich bekam seine Legitimation durch die Unterschriften der Monarchen zur Verfassung von 1871 und die damit abgegebenen Rechte an den neuen Staat. Das Deutsche Reich war ein Bundesstaat, der eigene Organe hatte, unter anderem einen Präsidenten, also war der Kaiser, Reichsbeamte, Reichsämter und so weiter,
und eine eigene Gesetzgebung, wie zum Beispiel die Reichsverfassung, das Reichsstrafgesetzbuch oder auch das Bürgerliche Gesetzbuch. Der Bundesstaat Deutsches Kaiserreich hatte eine gemeinsame politische Führung mit dem Kaiser an der Spitze. Das Deutsche Kaiserreich war völkerrechtlich anerkannt und hat entsprechend auch völkerrechtliche Verträge geschlossen. Dadurch, dass der Erste Weltkrieg nicht mit einem Friedensvertrag, sondern nur mit einem Waffenstillstandsabkommen unterbrochen wurde, gelten die Regelungen der Haager Landkriegsordnung fort. Nachdem der Kaiser ins Exil gedrängt wurde, wurde am 9. November 1918 die Weimarer Republik ausgerufen. Durch die Ausrufung der Republik gab es einen völkerrechtlichen Bruch. Durch die Einsetzung einer Mandatsregierung ging es vom Staatsrecht in das Handelsrecht über. Das Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 war ein vom Deutschen Reichstag beschlossenes Gesetz, mit dem die gesetzgebende Gewalt faktisch vollständig an Adolf Hitler überging. Es war die Grundlage für alle darauf folgenden Maßnahmen zur Festigung der nationalsozialistischen Diktatur. Die BRD ist eine Treuhandverwaltung der Alliierten. Sie wurde nicht als Staat gegründet. Das Grundgesetz wurde für sie angeordnet, das heißt das Grundgesetz für die BRD. Die BRD hat keine Verfassung, siehe hierzu auch Artikel 146 des Grundgesetzes. Das heißt, der letzte souveräne Staat, Bundesstaat, auf deutschem Boden war das Deutsche Kaiserreich. Als Teilnehmer des Ersten Weltkrieges und zuständiges Völkerrechtssubjekt kann der Erste Weltkrieg nur mit dem Deutschen Kaiserreich als Vertragspartner für einen Friedensvertrag beendet werden. Zunächst gilt es, den Status des Deutschen Kaiserreichs zu ermitteln. Der Kaiser ist bekanntermaßen am 4. Juni 1941 in den Niederlanden verstorben. Die Frage ist, ob mit dem Ausrufen der Weimarer Republik, sie wurde gleich zweimal ausgerufen, einmal durch den SPD-Politiker Philipp Scheidemann und zum anderen durch den Führer des Spartakusbundes Karl Liebknecht, das Deutsche Reich untergegangen ist. Betrachten wir dazu einmal den entsprechenden Abschnitt aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. In diesem Urteil geht es zwar um das sogenannte Dritte Reich, aber es macht deutlich, welchen völkerrechtlichen Status Staaten oder Staatenbündnisse auch nach einer Kapitulation innehaben. Der Orientierungssatz aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts lautet: Es wird daran festgehalten, dass das Deutsche Reich, in diesem Fall, wie gesagt, ist es das Dritte Reich, den Zusammenbruch 1945 überdauert hat und weder mit der Kapitulation noch durch die Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die Alliierten noch später untergegangen ist. Es besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation nicht handlungsfähig. Das Bundesverfassungsgericht stellt weiter fest: Die BRD ist nicht Rechtsnachfolgerin des Deutschen Reiches, sondern als Staat identisch mit dem Staat Deutsches Reich, in Bezug auf seine räumliche Ausdehnung allerdings teilidentisch. Dass die BRD nicht Rechtsnachfolgerin des Deutschen Reiches, des Dritten Reiches sein soll, sehen internationale Gerichte allerdings ganz anders. Selbst das ZDF kam nicht umhin, dies in den Nachrichten zu verkünden.
Es ist ein bitteres Urteil für Nazi-Opfer in Italien und deren Angehörige. Vor italienischen Gerichten hatten sie Deutschland erfolgreich verklagt. Sie wollten individuelle Entschädigungen. Dem hat der internationale Gerichtshof jetzt aber einen Riegel vorgeschoben. Die Bundesrepublik als Rechtsnachfolgerin des Dritten Reiches dürfe nicht von Einzelpersonen verklagt werden. Das verstoße gegen das Völkerrecht. Wenn also das Dritte Reich nach seiner Kapitulation nicht untergegangen ist, dürfte das auch für das Deutsche Kaiserreich gelten. Selbstverständlich werden wir hierzu kein Urteil vom Bundesverfassungsgericht finden, aber ein Blick in das Völkerrecht gibt uns Aufschluss. Im Völkerrecht wird die vollständige Besiegung eines gegnerischen Staates mit dem Willen, seine staatliche Existenz auszulöschen, als Debellatio bezeichnet. Die Bellatio ist eine Art des Untergangs von Völkerrechtssubjekten. Da die Alliierten allerdings keinerlei juristischen Zugriff auf die Rechte von vor dem Ersten Weltkrieg hatten, haben sie somit das Deutsche Kaiserreich auch nicht durch eine Debellatio auflösen können und wollen. Der Machtapparat des Deutschen Kaiserreichs wurde zweifelsohne zerschlagen, indem der Kaiser gezwungen wurde, abzudanken. Die Abdankung wurde bezeichnenderweise auch nicht von den Kriegsgegnern, sondern von Putschisten wie Max von Baden mit Waffengewalt erzwungen. Mit der erzwungenen Abdankung des Kaisers ist die Herrschaftsstruktur im Deutschen Kaiserreich zwar enthauptet und zerschlagen worden, aber als Völkerrechtssubjekt ist dieses nicht gelöscht worden. Diese Auffassung, dass die Existenz des Deutschen Kaiserreichs als Staat nicht vernichtet und dass es als Völkerrechtssubjekt erhalten worden ist, ist heute weitgehend Gemeingut der Rechtswissenschaft, auch im Ausland. Das Deutsche Kaiserreich existiert demnach als staatliches Gebilde weiter. Es ist rechtsfähig, es ist aber nicht mehr geschäftsfähig bzw. noch nicht geschäftsfähig. Wir stellen fest, der Erste Weltkrieg ist nicht mit einem Friedensvertrag gemäß den völkerrechtlichen Regeln und Anforderungen beendet worden. Es besteht lediglich ein Waffenstillstand. Das Völkerrechtssubjekt Deutsches Kaiserreich ist nie untergegangen. Es ist demzufolge immer noch rechtsfähig, aber mangels Organisation handlungsunfähig. Es bleibt die spannende Frage, was zu tun ist, um einen Friedensvertrag zum Ersten Weltkrieg herbeizuführen. Es bedarf auch nur dieses einen Friedensvertrages, weil es streng genommen auch nur einen Weltkrieg gab. Dieser wurde allerdings nach dem Bruch des Waffenstillstands nach fast genau 20 Jahren fortgeführt. Diese Fortführung hat man der Einfachheit halber als den Zweiten Weltkrieg bezeichnet. Wir werden uns der Beantwortung dieser Frage im dritten Teil dieser Videoreihe widmen.